Hallo liebe Leute und willkommen zu einer ersten Folge Divinity Original Sin aus meiner Sicht hier bei Because Gaming is Fun. Und Sascha ist natürlich mit dabei. Hallo! Wir erkunden gerade diesen schönen Dungeon. Versucht Feuer auf giftige Flächen und giftige Wolken anzuwenden. Feuer? Feuerzauber oder ein Brandpfeil reicht dafür aus. Ich habe einen Brandpfeil, aber nur einen einzigen. Ja, sicher! Alles klärchen, weißt du Bescheid. Da ist Feuer aus auf dem Fußboden. Vor allem, müssen die Wolken jetzt giftig? Nee. Du kriegst keinen Schaden, ne? Truhe, looten. Was ist drin? Metallischer Tempeltürschlüssel. Klingt wichtig, nimm ihn mal mit. Ja. Und das scheint doch so eine Tutorial-Höhle zu sein, ne? Richtig. Wenn man sich das jetzt alles merken kann. Ja, keine Chance. Hier ist eine Angel. Eine Angel? Ich habe eine Zweihandwaffe aufgesammelt als Angel. Jawohl! So, mach mal. Ich chill hier auf meiner Bank. Sehr oh, geil. Schon kommt, das wird... Kann ich hier weiter reinlaufen? Nee, kann ich nicht. Ich dachte, du ertrinkst jetzt, ehrlicherweise. Schon fast damit gerechnet, so. Also Leute, ihr seht schon, das ist jetzt anfangs... Was? Dietriche. Tatsache. Ja, nimmst du dir. Zack. Benutzt zuerst den Dietrich und klickt dann auf das verschlossene Objekt, um es zu öffnen. Okay. Ja. Guck mal hier rein. Hier sind niederschlagende Pfeilspitzen drin in dem Fass. Oh ja. Nehmen wir. Danke. Ja, was ist das denn da hin? Komm hier nicht ran. Wohin? Hast du jetzt den Dietrich für dieses Tor verschwendet? Nein, 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 ich habe gar nichts mehr, ich habe nur auf das Tor geklickt. Aber okay, ich hab... alles klar. Nö, hat Steintor aufgeschlossen, steht hier. Ja, darum, dachte ich eben gerade. Ich habe den Dietrich im Inventar. Hast du das vielleicht okay. mit deinem Schlüssel gemacht? Nee, ich habe nicht mal auf das Tor geklickt. Also. Okay. Wohl, aber der Schlüssel ist weg. Vielleicht war er aber dafür gedacht, dann habe ich da quasi mit drauf zugegriffen. Ja. Wieder. Nein, 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 Alter, ich wollte einen Pfeil drauf schießen und mit einmal ist er da reingelaufen, weil hier so ein Menü aufgeploppt ist bei mir. Okay, kann man drauf schießen, hilft nicht. Okay, dann mache ich mal Feuer. Ich geh mal ein Stückchen weg. Boah, das ist echt übel. Magier gefällt mir. Ja! Ah, Waldwaffe ist auch gut, muss ich gestehen. Gefällt mir gut hier. Ey, komm. Kann ich da mal bitte vorbeigehen? Nein, 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 nicht da durch. LOL! Okay, das war unser gleich. Warte, dann machen wir das doch mal, warte. So. Okay, und jetzt. Dann mach nochmal. Dann laufen wir links dran vorbei. Alles klar. Zack, boom! Da unten ist eine Truhe. Die möchte ich gerne haben eigentlich. Dann müssten wir hier einmal... Lieutenant, schnell! Da sind Gegner, glaube ich. Ich sehe rote Punkte. Hello. Ich habe rote Punkte auf der Karte gesehen. Hast du die Truhe gelootet? Ja, ich habe noch eine Schriftrolle des Regens. Jetzt habe ich zwei davon. Das ist rote Punkte. Oh. Schleicht in dem... Achso, Entschuldigung. Ja, ist in Ordnung. Bei mir rennst du gerade auf wie ein Trottel einfach nur geradeaus gegen die Wand. Was? Schleicht, indem ihr C drückt. Bleibt aus den Sicht... Du bist ein Stein! Okay. Alles klar! Läuft bei dir. Weißt du direkt Bescheid? Die Gegend auszukündigen, dann versucht das Öl zu entzünden. Aha, auf dem dieses Skelett steht, um ihnen Schaden zuzufügen, bevor ihr euch nähert. Tu das doch mal. Sind denn die? Ah, da. Boom! Nice one. Okay. Kampf geht los. Okay. Ich weiß nicht, ob das so gut war, dass du dir jetzt aufgegeben hast, deine Deckung. Ich auch nicht. Okay. Das sollte nicht das größte Problem sein. Richtig. Alles klar, weiß Bescheid. Okay, das war ein sehr schwieriger Kampf. Drei Gold. Schriftrolle des Feuerballs. Die schnapp ich mir mal. Dann nehme ich die drei Gold. Guter Deal, finde ich. Oh, guck mal, hier sind zwei Pfeilspitzen drin, die nehme ich mir mal. Ja, klar. Was machen die?
Kombiniert eine Pfeilspitze mit einem anderen Gegenstand, um eine spezielle Pfeilspitze herzustellen. Okay, alles klar. Hier sind irgendwelche Druckplatten. Ich weiß nicht, ob ich mich da... Obwohl, ich glaube, da müssen wir uns draufstellen. Ich würde behaupten, die Dinger machen das nächste Tor auf. Vielleicht. Einfach mal raufstellen. Klick. Jetzt mache ich das auch noch und dann gehen wir drauf. Ja. Gut. Ah. Ah. Lol. Ich würde sagen, wir müssen das ein Fass draufstellen, wa? Bist du Fässer? Noch nicht. Oh, guck mal, da oben ist eine Truhe oder sowas. Ja. Ah, da ist eine dicke Vase, genau. Gut, dass ich sie gerade kaputt geschossen habe. Ja, sag ich mal nix zu, ne? Das Ding wird doch auch ausreichen, oder nicht? Soweit kann ich, du sollst das Ding nicht werfen, du sollst es tragen. Okay. Da stand was von ausreichend schweren Gegenständen. Ja, so eine Vase wiegt doch eine Menge, oh, du. Hier ist Sascha. Komm ja. mal her. Ja, ich komme. Falscher Fallschacht, Kochtopf, lebende Pfeilspitze, Intelligenztrank, Hammer, Einhandwaffe. Ich würde sagen, ich nehme die Pfeilspitze und du auf jeden Fall den Intelligenztrank, wa? Da habe ich nichts gegen einzuwenden. Es ist ein Kochtopf. Zum Kochen nehme ich mal mit und die Pfeilschafte. Hammer? Brauchen wir eigentlich. Nahkampf brauche ich glaube ich nicht. Wollte ich kurz sagen, ich auch nicht. Aber vielleicht kann man ihn verkaufen. Ich nehme mal mit. Ich wollte gerade sagen, mitnehmen sollten wir ihn auf jeden Fall. Gott, oh Gott. Boah, ich liebe dieses Spiel. Seems to be broken. Wie sieht denn das mit meinem Bogen aus? Der hat noch... Ja, sicher! Haltbarkeit 20 von 80. Der hat schon Blitz. Kannst du das irgendwie reparieren? Keine... Achso, ah, jetzt sehe ich auch da unten, guck mal! Du kannst es nicht sehen, aber... ich habe hier... Links, unten, neben meinem Leben, ist doch so ein Männchen, so ein weißes. Ja... Hast du das auch? Da ist die Waffe bei mir rot, das Schwert. Ach so, ah da, das Ding, okay. Okay. Das ist natürlich suboptimal, dass deine Waffe fast im Arsch ist. Ja. Ach so, okay, hast du schon gesehen, dass da was hin muss. Ja. Ja, dann geh doch da mal hin. Dann kannst du auch so weit stellen. Ach komm, ernsthaft. So. Oder auch nicht. Hat's mega gebracht, wa? Ah! Ah! War das mit den ersten Rätseln? Wieso? Was hast du jetzt anders gemacht? Junge, würdest du dich bitte da auf die Druckplatte stellen? Ach so. Nee. Danke! Ich... Lol. Speichern. Automatisch speichern erfolgreich. I dislike? Mucho? Halt dich so weit weg! Mucho, mucho dislike! Hallo? Hallo. Ach, Stufe 1. Huch! Zornfried! Was? Warum lachst du? Ja, ich dachte, wir köpfen jetzt viel. Nein, Quatsch. Zornfried, eine lebendige Ratte wagt es, den Schlaf der Toten zu stören. Ein diebischer Narr beleidigt die Heiligkeit der Gräber. Heiligkeit steht da nicht, Heiligkeit. Yeah. Heiligkeit der Gräber. Der Blutsteinschänder, wo ist er? Wer seid ihr? Blutstein? Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich traf ein Trio aus seltsamen, rumkleideten Männern vor dem Eingang vom Gras. Sie schienen einen Edelstein im Sitz zu haben. Ich bin dann mal weg. Erstmal fragen, wer bist du? Als ich noch lebte, habe ich geschuftet, um diesen heiligen Boden zu pflegen. Im Tod schütze ich ihn vor Schändern und Wilderen. Ich schütze das Erbe von Cyseal und vernichte seine Verräter. Wenn ich das richtig verstanden habe, Cyseal ist der Kontinent, auf dem wir uns befinden. Richtig? Nee. Oder die Stadt? Die Stadt. Die Stadt, okay. Der Kontinent heißt Rivendell oder sowas. Ah, okay. Gut. Blutstein, ich weiß nicht, was ihr meint. Ich nehme an, ihr seid zum reinen Vergnügen zwischen den heiligen Gräbern herumgeschlichen. Ich nehme an, ihr wart nicht hinter den Schätzen der Toten her. Ha! Gut, okay, ich traf ein Trio. Wirklich seltsam. In Roben gekleidet. Eure Tricks werden euch nicht vor der Vergeltung retten, Betrüger. Der Blutstein übergibt ihm jetzt und ich werde euch ein gnädiges, schnelles Ende bereiten. Ich bin dann mal weg. Lauft ruhig weg, Schänder. Welchen Weg ihr auch wählt, er führt euch zum Grab. Also doch, kämpfen. Alles klar.
und Rivellon hieß das, heißt der Kontinent. Ah, hier sind noch zwei Bogenschützen. Oh, das ist suboptimal. Ja, kümmere dich mal erstmal um die, würde ich, genau. Würde ich auch. Lol. Nicht witzig. Ja, nochmal. Okay. Alles klar. 18 von 20. Mit jedem Pfeil verliere ich eine Haltbarkeit. Das ist suboptimal. Ich kann noch 18 Pfeile abschießen, dann habe ich keine Waffe mehr. Die sind außerhalb meiner Reichweite. Du bist suboptimal jetzt. Bitte? Die sind außerhalb meiner Reichweite. Die Bogenschützen. Alle. Was? Okay. Wie viel Schaden habe ich dem gemacht? 11. Okay. Ja, ja, gut, ich sehe es gerade in der Lebensleiste. Das hat gereicht. Kriege ich dir auch noch einen reingezwiebelt? Nein, zu viele Aktionspunkte. Okay, dann spare ich mir meine Aktionspunkte auf. Ja, dann... Jetzt wird dich doch erstmal in Brand. Das ist eine gute Idee. Boah, oh, schön, 30. Ja, aber hat seine Lebensleiste oben... Ja. ...nicht verändert. Doch, er ist der Rechte. Ja, die ist bei mir ja noch voll. Achso, dann siehst du das vielleicht erst nach... Ah ja, jetzt sehe ich's, okay. Wenn ich direkt drüber fahre, okay, jetzt sogar. Ja, komm, wir sind fast tot. 89%. Achso. Oh oh. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, die Verbrennung hat ihn umgebracht. Sehr nice. Lol, warte, was geht jetzt ab? Der Tod stirbt niemals nah. Er herrscht in seinen tausenden Formen fort. Okay. Bam! Jawohl. Zornfrieds Geist. Ich kann ihn angreifen, aber ich muss nicht. Aber ich muss ihn angreifen. Was? Kannst du mit dem Typen reden? Ich kann ihn nur angreifen. Ich auch. Greif ihn an. Komm. Ja, ja. Okay. Alles klar. Verrosteter Kupferring und Schriftrolle der brennenden Berührung. Ja, ich weiß nicht. Sure. Setzt ein Ziel in der Nähe in Brand. Du hast ja Feuerfähigkeiten, ne? Ja. Dann nehme ich die Schriftrolle. Willst du den Kupferring? Kann ich machen. Dann nimm den Kupferring. Was bringt mir das Ding denn? Kann ich das anlegen? Keine Ahnung, aber ich habe nur noch 12 Haltbarkeit. Alter Schwede, was mache ich denn gleich? Mal bitte ganz ehrlich, ohne Spaß. Keine Ahnung. Hammer zuhauen? Ich weiß es echt nicht. Naja, ich hab gleich... Was? Okay, alles klar. Das ist das nächste Tor? Das scheint auch der Weg zu sein. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß. Nee. So. Doch, das sind die zwei Betrunkenen. Wo bist du hin? Ich bin hier einfach eine große Runde gelaufen. Ach, da ist Sascha. Das ist auch cool, man kann die ganze Zeit mit der Maus weiter rumfahren. Ja. Ihr habt einen Wegpunkt entdeckt. Jawohl, das Ding da. Der Spiegel, quasi. Der Mix-Max. Muschel, Schaufel. Was? Achso. Jetzt haben wir mal die ganzen Muscheln auf. Dann schnapp ich mir mal die Schaufel. Ja, tu das. Schaufel dir dein eigenes Grab. Wenn ihr einen verdächtigen Hügel findet, könnt ihr vielleicht etwas ausgraben. Ich einen verdächtigen Hügel. Oh, Muschel. Okay, ich habe einen Ast als Einhandwaffe aufgehoben. Jawohl! Sie werden von mir zittern vor Angst. Ja. Wollen wir noch, nochmal nach dieser Muschel gucken, die hier der in der großen, Nähe stand? Ja, ne? Ja. Man muss dazu sagen, Sascha und ich hatten vor 2 Monaten schon mal in das Spiel reingeguckt, als wir es uns gekauft hatten, irgendwann im Steam Sale. Kam aber nie wirklich dazu, das zu spielen. Also wir haben es mal in die erste Stadt geschafft. Genau. Wir waren etwa so weit wie jetzt, nur dass wir da nicht durch dieses durch die Höhle gelaufen waren. Die kannten wir jetzt beide noch nicht. Und das war's. Also weiter haben wir auch noch nicht gespielt. Richtig. Oh. Ja.
Jetzt habe ich mal das Gespräch gestartet. Du ja, tu das. Kannst du trotzdem zuhören, indem du auf die Muschel raufklickst? Nee. Ach, du müsstest auf die Muschel raufklicken. Ich muss auf dich klicken, dann geht's. Achso, auf mich, okay. Die Ishma-Schale. Seht, seht, ein Wanderer kommt zu mir. Er geht auf dem Sand, auf dem diese arme Muschel leiden muss. Wer seid ihr, Herr Muschel? Nennt mich Ishmuschel, Sohn der See, ausgestoßen auf diesem erbärmlichen Gestanden. Eine Muschel Gestaden. Im Exil. Gestaden, Entschuldigung. Eine Muschel im Exil, dazu verdammt unter einem trockenen Himmelszelt zu leben, anstatt im heimischen, liebevollen Wasser. Es mutet seltsam an, dass ihr sprechen könnt. Natürlich kann ich sprechen. Seid nicht albern. Ich habe mehr Zunge als Herz. Okay. Eigentlich sollte ich überrascht sein, denn ich erinnere mich noch an die Zeiten, als eure Vorfahren sich von Ast zu Ast schwangen und sich gegenseitig das Ungeziefer aus dem Fell rupften. Ja, ihr scheint nicht gerade mit Freude an die Vergangenheit zu denken. Die Zeit ist eine gutmütige Herrin für diejenigen, die glückliche Stunden verbringen. Aber für den, der Leid erfährt, wird sie zu einer trägen Harpie. Oh, ich erinnere mich an alte Zeiten, denn ich liege hier seit der Antike. Als die Ruinen, die uns umgeben, noch Paläste waren und die sonnengebleichten Toten fröhliche Kinder. Sicher. All dies habe ich gesehen. Lebendig. Allein. Leider. Okay. Ihr seid verdammt, sagt ihr? Hat er das gesagt? Ja. Okay. Mein Schicksal ist grausam, das versichere ich euch. Wie viele Rotznasen haben mich an ihre schmutzigen kleinen Ohren gehalten, um zu behaupten, sie können das Meer hören. Natürlich hören sie es, diese Blagen. Wir befinden uns genau am Rand der großen Wassermutter, deren Umarmung ich so verzweifelt herbeisehne. Ihr sehnt euch also nach der Umarmung der See? Ja, ja, ich, König der Perlen, sehe... Hallo! Hallo, Christoph! Ich bin nicht Christoph, aber hallo! Oh, Entschuldigung. Egal. Da bin ich noch verwirrter. Wie geht's euch? Was wir sind gerade in der Aufnahme, aber alles cool. Alles klar, das ist doch schön. Nicht wahr? Was nimmt ihr denn alles auf? Auch wenn ich gerade vielleicht störe. Wir nehmen gerade eine Runde Divinity Original Sin auf. Blöde Frage. Wer bist du? So. Kickt. So, mach weiter. Das war ein Fremder oder was? Jo, glaube ich. Okay. Fail. Ja. Ja, ich, König der Perlen, sehne mich danach, wieder auf den Korallenthron zu ruhen. Werft mich ins Wasser, schleudert mich so weit ihr könnt, und ich lasse euch längst versunkene Schätze zuteil werden. Ich sollte jetzt entscheiden, was mit euch geschehen soll. Was sagt ihr, freundlicher Ritter? Werdet ihr dem König der Perlen die See zurückgeben, damit er euch den längst verlorenen Glauben den längst verloren geglaubten Schatz geben kann. Güte ist sich selbst Belohnung genug. Obendrein gibt es auch noch ein paar Schätze zu bergen. Oder Händler feilbieten. Nein, ich bin nett. Du bist nett? Ja. Okay, dann lies nochmal deinen Teil vor. Güte ist sich selbst Belohnung genug. Und obendrein gibt es auch noch ein paar Schätze zu bergen. Werfen wir ihn ins Meer. Tja, jetzt haben wir die Möglichkeit. Entweder wir werfen ihn ins Meer zurück, oder wir nehmen ihn mit und machen seine kostbare Perle zu Gold. Also ich muss sagen, vom Herzen wäre ich ja dafür, ihn ins Wasser zu werfen. Ach komm, ich spiele so, wie ich wirklich spielen würde. Ich bin nett, ich bin auch dafür. Alles klar. Weiter. Gut. Befreier, gütiger Wohltäter. Werft mich ins Meer mit all eurer Macht! Okay. Platsch. Platsch, okay. Und jetzt? Ende. Musst du klicken.
Ende des Dialogs. Ja, ich bin schon. Ah, okay, ah, alles klar, ich muss da oben auf das Ohr klicken. So, hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Ja, eine dicke Truhe. Oh, geil. Was ist drin? Wo ein altes Kupferamulett drin ist und 142 Gold. Was möchtest du haben? Ich nehme mal das einfache Gold. Das Amulett ist 540 Gold wert. Okay. Das kannst du dir nehmen. Dankeschön. Dann wird bereits verwendet. Achso, Entschuldigung. Kein Problem. So, dann nehmen wir uns das schöne Amulett. So, Sascha, warte mal kurz. Ja, die Folge ist rum, ne? Die Folge ist rum, genau. Alles klar. Ja, ich bedanke mich bei euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also, ich mag Divinity echt mit jeder Minute, die wir spielen, immer mehr. Es macht unheimlich viel Spaß. Vor allem, weil man es halt so super gut im Koop spielen kann. Das stimmt. Gerade mit diesen Gruppendialogen. Wir werden bestimmt auch nochmal an den Punkt kommen, wo wir uns widersprechen. Was dann passiert, das seht ihr, wenn es soweit ist. Da verraten wir noch nicht. Richtig. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Okay. Oberpfeil.